Herzlich willkommen im Seminar Semantik im Bachelorstudiengang an der HHU. Das heutige Thema sind semantische Relationen, also Bedeutungsbeziehungen zwischen Wörtern. Außerdem das Thema Wortfelder. Das heißt, wir befinden uns noch immer in der lexikalischen Semantik, der Abteilung der Semantik, die sich mit Bedeutungen von Wörtern oder Lexemen beschäftigt. Das hier ist die Literaturgrundlage für das heutige Thema. Wir haben in den vorherigen Blöcken gesehen, dass es ziemlich schwierig ist anzugeben, welche Arten von Gegenständen im weitesten Sinne Bedeutungen eigentlich sind, also Bedeutungen von Wörtern, Lexemen, einfachen Ausdrücken und Bedeutungen von Sätzen und Texten. Tatsächlich haben wir schon verschiedene Antwortvorschläge für die Frage gefunden. Und trotz dieser Schwierigkeiten kann man relativ einfach Beziehungen zwischen den Bedeutungen von einfachen Ausdrücken, Wörtern, Lexemen beschreiben. Tatsächlich gehört die Beschreibung von Bedeutungsbeziehungen zu den wichtigsten Tätigkeiten in der linguistischen Semantik. Machen wir uns zuerst einmal klar, worüber wir dabei eigentlich reden. Da wir streng genommen nicht wissen, was Bedeutungen genau sind, behelfen wir uns wieder einmal und auch nicht zum letzten Mal mit dem Zeichendreieck und zeigen auf die obere Ecke des Dreiecks. Dort finden wir den Inhalt, die Bedeutung des sprachlichen Zeichens, wahlweise auch den Begriff, der mit einem sprachlichen Ausdruck verbunden ist und der von dem Gegenstand verschieden ist, auf den sich der Ausdruck bezieht. Da wir uns aber nun Bedeutungsbeziehungen anschauen wollen, brauchen wir schon mindestens zwei sprachliche Zeichen. Und dann setzen wir natürlich deren obere Ecken in Relation zueinander. Man kann natürlich auch noch mehr Bedeutungen als nur von zwei sprachlichen Zeichen in Beziehung zueinander setzen und schauen, welche Arten von Beziehungen zwischen den Bedeutungen jeweils bestehen. Und man braucht auch nicht immer nur die Bedeutung zweier Ausdrücke untersuchen, sondern kann die Bedeutung von Ausdrücken in ganzen Wortfeldern untersuchen oder umgekehrt, wie bestimmte Bedeutungsbeziehungen Wortfelder aus Ausdrücken konstituieren, die irgendwie bedeutungsmäßig zusammengehören. Und zu solchen Wortfeldern werden wir heute später noch kommen. Die ersten Typen von Bedeutungsbeziehungen, die wir uns ansehen werden, sind solche der Bedeutungsgleichheit oder Ähnlichkeit. Und die erste semantische Relation, die auch schon aus der Alltagssprache bekannt ist, ist die Synonymie. Der technische semantische Begriff ist so definiert, dass zwei Ausdrücke genau dann synonym sind, wenn sie dieselbe Bedeutung haben. Das klingt weniger streng, als es tatsächlich ist. Diese Bedingung ist nämlich nur dann erfüllt, wenn tatsächlich alle Bedeutungsvarianten von zwei Ausdrücken, auch Lesarten genannt, übereinstimmen. Schauen wir uns kurz an, was es bedeuten würde, wenn zwei Ausdrücke dieselbe Bedeutung hätten. Wenn man von der semantischen Beziehung der Synonymie spricht, berücksichtigt man nämlich nicht nur die denotativen Bedeutungsmerkmale, also den wesentlichen Begriffskern eines Ausdrucks, sondern auch die konnotativen Merkmale, also die emotionalen, expressiven und so weiter Nebenbedeutungen sowie die sozialen und stilistischen Indexe, die mit Ausdrücken verbunden sind. Unter diesen Bedingungen findet man strikte Synonymie fast nie. Das hängt daran, dass unsere Sprache extrem effizient ist. Echte Synonymie wäre ein Luxus, den sie sich eigentlich kaum leisten würde. Mögliche Beispiele sind vielleicht Samstag oder Sonnabend, Cousin, Vetter,
wobei die meines Erachtens schon regionale bzw. soziale Indexe mit sich tragen. Schon eher in Frage kommen meines Erachtens Beispiele wie BH- und Büstenhalter, LP- und Langspielplatte, von denen es sehr viele gibt, also solche Abkürzungen und ihre Langfassungen. Da es echte oder strikte Synonymie kaum gibt, unterscheidet man von ihr noch die partielle Synonymie. Diese ist zwischen zwei Ausdrücken genau dann gegeben, wenn sie mindestens eine Bedeutungsvariante oder Lesart teilen, aber nicht alle. Und das gilt jetzt schon für relativ viele Ausdrücke, zum Beispiel für die Ausdrücke schon und bereits oder für fast und beinahe. Der Definition von partieller Synonymie entspricht auch, wenn die ganze Bedeutung eines Ausdrucks einer Bedeutungsvariante einer Lesart eines anderen Ausdrucks entspricht. Ganz viele partielle Synonyme findet man zwischen Determinativkomposita und ihrem Letztglied. Also zum Beispiel zwischen Karte und Eintrittskarte und Karte und Postkarte, Karte und Landkarte, Karte und Kreditkarte, Karte und Fahrkarte und so weiter und so fort. Denn die Bedeutungen von Fahrkarte, Kreditkarte und so weiter enthalten jeweils die Bedeutung von Karte. Eben immer eine Art Karte zu sein und der Begriff der Karte konstituiert dann auch die partielle Synonymie. Eine weitere Bedeutungsbeziehung ist auch eine solche der Ähnlichkeit, nämlich die Hyponymie bzw. Hyperonymie, je nachdem von welchem der beiden Ausdrücke man auf den anderen schaut. Ein Hyponym ist ein untergeordneter Begriff, ein Hyperonym ist ein übergeordneter Begriff. Genauer gesagt, A ist genau dann ein Hyponym von B und B ein Hyperonym von A, wenn gilt, die Bedeutung von B ist in der Bedeutung von A enthalten und A ist ein Unterbegriff von B. Eine formale Definition ist wichtig, aber anschaulich ist sie nicht, deshalb sind vielleicht hier Beispiele hilfreich. Wir ersetzen A und B einfach durch Ente und Vogel und formulieren leicht modifiziert: Ente ist genau deswegen ein Hyponym zu Vogel und Vogel ein Hyperonym zu Ente, weil gilt, die Bedeutung von Vogel ist in der Bedeutung von Ente enthalten und Ente ist ein Unterbegriff von Vogel. Das heißt, in Bezug auf die obere Ecke des Dreiecks, das, was einen Vogel zu einem Vogel für uns macht, ist auch in unserem Begriff von Ente enthalten. Damit ist die erste Bedingung erfüllt aus der Definition. Und wenn wir auf die rechte Ecke schauen, sehen wir, dass manche Enten Vögel sind, aber nicht alle Vögel sind Enten. Deshalb ist Ente, wie in der zweiten Bedingung angegeben, ein Unterbegriff von Vogel. Hier sind noch weitere Beispiele, nämlich Wort als Hyperonym zu Nomen und als Hyperonym zu Verb und als Hyperonym zu Adjektiv. Das heißt auch, dass Adjektiv, Verb und Nomen jeweils Hyponyme zu Wort sind und die Nomen oder das Nomen ist wiederum ein Hyperonym zu zählbaren Nomen und Massennomen, die ihrerseits dann natürlich wieder Hyponyme zu Nomen sind. Und so weiter und so fort. Hieran sehen wir, dass ein Hyperonym viele Hyponyme haben kann. Nomen, Verb, Adjektiv nennt man deshalb auch Kohyponyme von Wort. Gleichzeitig sind Nomen und Verb natürlich ihrerseits wieder Hyperonyme. Das haben wir eben schon gesehen.
sehr viele zusammengesetzte Ausdrücke, seien sie morphologisch oder syntaktisch zusammengesetzt, bestehen aus einem Kopf und einem Modifikator. Hier sehen wir das Beispiel schnell fahren. Das ist eine Verbalphrase, in der fahren durch schnell modifiziert wird. Immer wenn die Bedeutung einer Zusammensetzung aus Modifikator und Kopf sich aus der Bedeutung ihrer Teile ergibt, dann sind sie hyponym zu ihrem Kopf allein. Schnell fahren ist also ein Hyponym zu fahren. Bei vielen Komposita ist es nun im Prinzip auch das Gleiche. Bei der Synonymie hatten wir schon gesehen, dass viele Komposita und ihr Letztglied partiell synonym sind, indem die Bedeutung des Kompositums der spezielleren Lesart des Letztglieds allein entspricht. Wie bei Karte und Eintrittskarte. Eine Karte kann auch eine Eintrittskarte sein, aber eine Eintrittskarte erschöpft nicht die Bedeutung von Karte. Das Letztglied ist dabei nun auch ein Kopf und das Erstglied ist auch ein Modifikator. Wenn wir durch Kompositabildung die Bedeutung eines einfachen Ausdrucks wie Karte differenzieren, Eintrittskarte, Postkarte etc., dann bilden diese stets Hyponyme zum umfassenderen, einfachen Ausdruck. Komposita, die aus Modifikator und Kopf bestehen, wobei der Modifikator eine Spezifizierung zum Kopf hinzufügt. Diese Komposita heißen Determinativkomposita und sie bilden meist Hyponyme zum Kopfausdruck allein. Wie genau aber der modifizierende Ausdruck zur Bedeutung des Kompositums beiträgt, ist sehr unterschiedlich. Ihnen ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass im Schweineschnitzel zwar Schwein drin ist, aber im Kindermüsli kein Kind. Die Beziehung von Apfel zu Apfelsaft besteht jetzt beispielsweise darin, dass Apfelsaft aus Äpfeln gemacht ist. Ein Blumenladen ist aber nicht aus Blumen gemacht, sondern dient dem Verkauf von Blumen. Und eine Parkbank dient nicht dem Verkauf von Parks, sondern ist in einem Park lokalisiert. Es gibt allerdings auch Zusammensetzungen, bei denen sich keine Hyponymie zum Letztglied ergibt. Beispielsweise Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß ist die Bedeutung von Weiß zwar enthalten, Schwarz-Weiß ist aber kein Unterbegriff von Weiß. Es ist nicht eine Art Weiß. Und Scheinproblem enthält den Begriff des Problems, ist aber gerade keine Art von Problem. Kommen wir noch zur Polysemie, bevor wir zu den Bedeutungsgegensätzen kommen. Polysemie betrifft, anders als die anderen Bedeutungsbeziehungen bisher, die Beziehung zwischen den Bedeutungen eines einzigen Ausdrucks. Ein Ausdruck ist nämlich polysem, wenn zwischen seinen Bedeutungsvarianten, seinen Lesarten, Zugehörigkeitsbeziehungen bestehen, das heißt, wenn sie auf eine klar und einfach beschreibbare Weise auseinander hervorgehen. Hier auf der rechten Seite sehen Sie die Bedeutung des Lexems laufen, und zwar aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Sich zu Fuß fortbewegen, sich mit einem Sportgerät fortbewegen, schnell gehen, sich gleichmäßig bewegen, fließen, gelten, vonstatten gehen. Diese Lesarten gehören auf eine spezifische Weise zusammen. Es sind weitgehend metaphorische Ausweitungen der ersten Bedeutungsvariante. Und das macht Laufen zu einem polysemen Ausdruck. Kommen wir jetzt, wie angekündigt, zu den Beziehungen des Bedeutungsgegensatzes, den Bedeutungsoppositionen. Wir haben zwar klare Intuitionen darüber, was der Gegensatz oder das Gegenteil von etwas ist, bei genauerem Hinsehen sind diese Begriffe aber tatsächlich recht komplex.
zu alt gibt es offenbar mindestens zwei Gegenteile, nämlich jung und neu, die wir in verschiedenen Zusammenhängen verwenden, nämlich grob gesprochen jung in Bezug auf das Altern, meist von Lebewesen, und neu beim Gebrauchs- und Bekanntheitswert von Unbelebtem. An den beiden Gegenteilen von alt sieht man, dass alt Polysem ist. Als Gegenteil von jung bezieht es sich auf das Alter, primär von Lebewesen, aber auch metaphorisch von anderen Entitäten, die wir in Analogie zu Lebewesen konzeptualisieren, die scheinbar auch autonome Entwicklungen durchlaufen, so wie in junge Nation oder das ist eine junge Entwicklung. Als Gegenteil von neu bezieht es sich eher darauf, wie lange etwas schon in Gebrauch ist oder wie lange etwas schon bekannt ist. Da das oft hergestellte Gegenstände oder ganze Sachverhalte sind, neue App, eine neue Qualität der Gewalt, sind sie oft unbelebt. Alt-jung und alt-neu bilden also Extreme auf Skalen, aber auf unterschiedlichen Skalen, die aber gemeinsame Merkmale haben. Je nachdem, wie wir auf das Kaufen blicken, können wir auch dabei verschiedene Gegenteile finden. Zum einen steht es in einem Gegensatz zu stehlen, sich leihen, mieten. Die Überschrift der Skala, die wir dabei konzeptualisieren, könnte sein, Arten und Weisen, etwas in Besitz zu nehmen. Und hier kann man zwischen den drei Gegensätzen zu kaufen noch nach anderen Kriterien unterscheiden, zum Beispiel wie dauerhaft der Besitzwechsel ist, Kaufen versus Mieten und Leihen, wie einvernehmlich der Besitzwechsel ist, Kaufen versus Stehlen, oder ob er gegen Geld erfolgt, Kaufen und Mieten versus Leihen und Stehlen. Ganz anders schauen wir auf das Kaufen, wenn wir es als Gegenteil von Verkaufen konzeptualisieren. Dabei wechseln wir lediglich zwischen den Perspektiven der beteiligten Akteure. Der Rest bleibt gleich, denn wenn X etwas von Y kauft, dann gilt immer auch, Y verkauft etwas an X. Es gibt also immer so etwas wie eine gemeinsame Dimension, in der die gegenteiligen Begriffe verortet sind. Und die zwei, oder mehr verschiedenen Weisen, Gegensatzbeziehungen zu bilden, betreffen dann ein oder zwei unterscheidende Merkmale innerhalb dieser Dimension. Die gemeinsame Dimension bei Tante und ihren Gegenteilen ist die Verwandtschaftsbeziehung. Das Merkmal, das Tante zum Gegenteil von Nichte und Neffe macht, ist ähnlich wie beim Kaufen die Perspektive auf die Rollen. Wenn X die Tante oder der Onkel von Y ist, dann ist Y auch Neffe oder Nichte von X. Es gilt allerdings nicht, wenn X Nichte oder Neffe von Y ist, ist Y auch Tante von X, denn es könnte ja auch der Onkel sein. Es gilt ebenfalls nicht, wenn X Tante oder eben Onkel von Y ist, ist Y Nichte von X, denn es könnte ja auch der Neffe sein. Es herrschen also andere logische Beziehungen als bei Kaufen und Verkaufen. Das hängt daran, dass es keine geschlechtsneutralen Bezeichnungen als Hyperonyme zu Nichte und Neffe bzw. Onkel und Tante gibt. Mit denen ginge das. Wenn X Tankel von Y ist, ist Y Nefte von X. Das Merkmal, das Tante zum Gegenteil von Onkel macht, ist einfach das Geschlecht. Als erste Art des Gegensatzes möchte ich die Homonymie nennen. Zwei Ausdrücke sind homonym, wenn sie die gleiche Form, aber voneinander unabhängige Bedeutungen haben. Als Beispiel habe ich hier den in Anführungszeichen Eintrag für Bank im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Den Eintrag ist nämlich eigentlich falsch, denn man muss zwischen Bank 1 und Bank 2 umschalten. Auf der einen Seite bekommt man die Sitzgelegenheit, den Handwerkstisch
und eine Zusammenballung von verschiedenen Entitäten zu bestimmten Gestalten. Auf der anderen Seite bekommt man das Geldinstitut und die Bank als Player im Casino. Bank 1 und Bank 2 sind homonym zueinander, weil ihre Bedeutungen nichts miteinander zu tun haben. Homonymie bildet deshalb einen Gegensatz zur Polysemie, die wir eben hatten. Bank 1 und Bank 2 sind nämlich jeweils Polysem. Ihre Teilbedeutungen gehören nämlich jeweils zusammen, sie teilen semantische Merkmale. Deshalb tauchen sie hier auch als Bedeutungsvarianten eines Lexems auf, nämlich als die Bedeutungsvarianten von Bank 1 bzw. als die Bedeutungsvarianten von Bank 2 und nicht als eigene Lexeme. Homonyme werden dagegen als eigene Lexeme aufgeführt. Historisch können sich Polyseme-Ausdrücke in Homonyme entwickeln. Das passiert dann, wenn zwischen den einst zusammengehörigen Lesarten eines Ausdrucks keine Zugehörigkeit mehr festgestellt werden kann. Die nächste semantische Opposition ist die skalare Antonymie. Zwei Ausdrücke sind genau dann antonym, wenn sie auf einer Skala von Möglichkeiten entgegengesetzte Extreme bezeichnen. Auf der rechten Seite sehen Sie eine formale Charakterisierung. Wichtig dabei ist, dass die Ausdrücke Extreme, aber nicht die Pole bezeichnen und dass es einen Mittelbereich zwischen beiden gibt, den sie nicht abdecken. Typische Beispiele sind Adjektive wie alt, jung, alt, neu, groß, klein, dick, dünn, hell, dunkel, leicht, schwer. Die Skala ist dann jeweils eine solche des Alters, der Größe, der Dicke und so weiter. Logisch sind diese Skalen offen. Wir können immer noch eine neue Hinterkommastelle konstruieren, die nicht null ist. Und, ganz wichtig, es gibt immer einen Mittelbereich, den weder der eine noch der andere Ausdruck abdeckt. Dieses Zeichen hier in dem gelben Rahmen ist ein Zeichen für das logische Nicht, nicht jung, nicht alt. Um diesen Mittelbereich zu bezeichnen, haben wir oft jüngere zusammengesetzte Ausdrücke wie mittelalt, mittelschwer, normal in Bezug auf x und so weiter. Skalare Antonyme sind logisch inkompatibel, das heißt, sie können nicht beide zu einer Lesart eines Ausdrucks gehören. Groß bedeutet etwas anderes als klein und klein bedeutet etwas anderes als groß. Skalare Antonyme sind aber auch nicht komplementär, weil es einen Mittelbereich auf der Skala der Größe gibt, der weder durch groß noch durch klein bezeichnet wird, bedeutet nicht groß nicht, dass etwas klein ist. Und nicht klein heißt auch nicht, dass etwas groß ist. Es gibt nämlich auch noch was Drittes. Von skalaren Adjektiven können sie einen Komparativ und einen Superlativ bilden und sie können sinnvoll Grade ihres Zutreffens angeben. Also groß, größer, der kleinste, der allergrößte, sehr groß und solche Sachen. In vielen Fällen gibt es nicht zwei ganz verschiedene Ausdrücke für die Extreme der Skala, sondern der Ausdruck für den positiven Bereich der Skala wird einfach negiert durch Präfixe. Möglich versus unmöglich, kompetent versus inkompetent, potent versus impotent, loyal versus illoyal, relevant versus irrelevant und synchron versus asynchron. Skalare Antonyme sind auch nicht immer Adjektive, es gibt auch Paare von Nomen, wie Krieg und Frieden, Liebe und Hass, Helligkeit und Dunkelheit. Oder von Verben, wie Lieben und Hassen, Rasen und Schleichen. Ja, sogar auch von Pronomen, wie Alles und Nichts, wobei da die Skalen tatsächlich zu Ende sind. Ebenso wie bei Adverbien wie überall und nirgends. Wichtiger als die logischen Eigenschaften der skalaren Antonyme
ist ohnehin hier das Vorhandensein des neutralen Mittelbereichs. Kommen wir zu einem weiteren Typ von Opposition, den direktionalen Oppositionen. Zwei Ausdrücke sind direktionale Gegenteile, wenn sie Fälle ausdrücken, die auf einer gemeinsamen Achse entgegengesetzt sind. Für solche Achsen braucht man Bezugspunkte. Und der wichtigste Bezugspunkt ist der menschliche Körper, der uns als Nullpunkt für diverse Achsen dient, so wie vorne und hinten, oben und unten, links und rechts. Man kann diese Achsen lokal und direktional konstruieren, also oben, unten, aber auch hinauf, hinab, vorne, hinten gegenüber, vorwärts und rückwärts und so weiter. Oder als Adjektive hoch, niedrig, vorderer, hinterer, oberer, unterer und so weiter. Man kann direktionale Oppositionen auch als Verben ausdrücken, zum Beispiel steigen versus fallen, heben versus senken oder drücken versus ziehen. Hoppla. Auch die Zeitachse ist eine Achse, die wir mit den Mitteln räumlicher Achsen konzeptualisieren. Vor, nach, eben, gleich, vorhin, nachher, nächster, voriger, Vergangenheit, Zukunft, gestern, morgen, Präteritum, Futur sind ebenfalls direktionale Oppositionen. Auch bei Paaren wie entladen und aufladen, einziehen und ausziehen, öffnen und schließen spielt die zeitliche Achse eine Rolle. Sie machen aber auch eine Innen- versus Außen-Opposition auf. Auch kaufen und verkaufen sind direktionale Gegenteile, indem sie umgekehrte Perspektiven ausdrücken. Die nächste Beziehung, die semantische Komplementarität, muss man sorgfältig von der skalaren Antonymie unterscheiden, die wir eben hatten. Zwei Ausdrücke sind semantisch komplementär, wenn sie in einer Domäne eine Entweder-oder-Alternative bilden. Das Wichtigste dabei, es gibt hier keinen neutralen Mittelbereich, den weder der eine noch der andere Ausdruck erfasst. Die zwei Ausdrücke besetzen die ganze Skala. Was nicht das eine ist, ist deshalb automatisch das andere. Oder eher logisch notwendig das andere. Es ist also eine binäre oder polare Opposition. Unter den Adjektiven sind Beispiele gerade gegenüber ungerade bei den Zahlen, möglich, unmöglich, ledig, verheiratet, frei versus besetzt, kompatibel versus inkompatibel. Beispiele für Nomen sind Mitglied oder Nichtmitglied, sind Inland oder Ausland. Etwas Drittes gibt es nicht. Genau wie skalare Antonyme sind semantisch komplementäre Ausdrücke logisch inkompatibel. Für keinen Ausdruck kann eine Lesart sowohl die Bedeutung tot wie auch die Bedeutung lebendig enthalten. Anders als skalare Antonyme sind sie aber logisch auch komplementär. Dass in der betreffenden Domäne nicht das eine zutrifft, bedeutet, dass auf jeden Fall das andere zutrifft. Ebenfalls anders als antonyme Adjektive sind komplementäre Adjektive ohne Vorstellungsakrobatik nicht steigerbar. Tot, toter am totesten, ledig, lediger am ledigsten. Wie Sie an möglich, unmöglich, kompatibel, inkompatibel sehen, ist auch hier der Gegensatz durch Präfigierung herstellbar. Das ist also kein Unterscheidungsmerkmal zur Antonymie. Von der semantischen Komplementarität muss man auch die Heteronymie unterscheiden. Ausdrücke sind genau dann Heteronyme, wenn sie Alternativen in einem Bereich von mehr als zwei Möglichkeiten bezeichnen, ohne Einheiten auf einer Skala zu sein.
Dass es mehr als zwei Möglichkeiten sind, unterscheidet es von der Komplementarität. Bei der Heteronymie sind, weil es eben um mehr als zwei Bedeutungen geht, mehrere Ausdrücke involviert. Wenn wir als Beispiel die Farbausdrücke nehmen, sind Blau und Mauve Heteronyme. Nicht alles, was farbig ist, ist entweder Blau oder Mauve. Es gibt auch noch Grün, Malve und so weiter. Deshalb ist auch etwas, das nicht blau ist, nicht automatisch Mauve und umgekehrt. Die Wochenbezeichnungen sind auch Heteronyme, ebenso die Zahlwörter oder die Terme für Tier- und Pflanzenarten. Der gemeinsame Bedeutungsbestandteil von zum Beispiel Dienstag und Freitag ist, dass sie einen der sieben Tage des Wochenzyklus bezeichnen. Sie unterscheiden sich sozusagen in ihrer zeitlichen Position innerhalb der Woche. Die einzelnen Bezeichnungen für Spielekonsolen auch. Switch, Xbox, PlayStation, Stadia sind ebenfalls Heteronyme. Heteronyme können sehr zahlreich sein, denken Sie beispielsweise an Marken von Elektrogeräten, an Obstsorten, an Kleidungsmaterialien, an Kaffeesorten und so weiter. Die Liste ist endlos. Sie rangieren nicht auf Skalen mit Polen. Alle Heteronyme innerhalb einer Domäne sind gleichrangig und das unterscheidet sie von den Antonymen. Aber wie Antonyme und oder wie bei der Antonymie sind Heteronyme logisch inkompatibel miteinander. Die nächste Art der Opposition ist die Konverse. Zwei Ausdrücke sind dann konvers zueinander, wenn sie dieselbe Beziehung mit vertauschten Rollen ausdrücken. Wenn X also in einer bestimmten Beziehung zu Y steht, dann steht Y auch in einer gleichbedeutenden Beziehung zu X. Wir hatten bereits die Beispiele kaufen und verkaufen in anderem Zusammenhang. Die beiden Ausdrücke bilden auch eine Konverse. Ein weiteres Beispiel wäre die Beziehung zwischen dem Ausdruck Elternteil und dem Ausdruck Kind. Damit zwei Ausdrücke Konversen zueinander bilden können, müssen sie Beziehungen ausdrücken, also mindestens zwei Gegenstände zueinander in Beziehung setzen. Weitere Beispiele sind über und unter, vor und nach, jemandem etwas leihen versus sich etwas von jemandem leihen. Und auch die Ausdrücke Hyponym und Hyperonym bilden Konversen zueinander. Hier Eltern und Kind. Und hier die Relation des Ähnelns. Beim Ähneln ist es jetzt zufälligerweise so, dass beide Perspektiven in der Konverse durch den gleichen Ausdruck ausgedrückt werden, nämlich ähneln. Wenn wir sagen, X ähnelt Y, dann ist das eine Konverse von Y ähnelt X. Komparative von Adjektiven drücken immer eine Beziehung zwischen zwei Gegenständen aus. Die Komparative von antonymen Adjektiven sind deshalb immer Konversen. Zum Beispiel, X ist ärmer als Y, also ist Y reicher als X, eine Konverse. Und die besteht aus komparierten antonymen Adjektiven. Ebenso mit größer, kleiner, dümmer, schlauer, besser, schlechter und so weiter. Daran können Sie auch sehen, dass die gleichen zwei Ausdrücke in mehreren semantischen Relationen gleichzeitig stehen können. X impliziert Y und Y folgt aus X bildet auch eine Konverse, aber ebenso eine direktionale Opposition. Und damit sind wir bei der letzten semantischen Opposition, die ich hier aufführen möchte, der Implikation. Eine semantische Implikation liegt genau dann vor, wenn die Bedeutung eines Ausdrucks die Bedeutung eines anderen Ausdrucks voraussetzt oder bedingt. So beinhaltet der Ausdruck züchten die Bedeutung des Ausdrucks wachsen. Wenn Peter Kaninchen züchtet, dann wachsen unter Peters Aufsicht Kaninchen. Ebenso mit töten und sterben.
Wenn Peter Kaninchen tötet, sterben Kaninchen. In der Bedeutung von töten ist die Bedeutung von sterben enthalten. Viele Ansätze beschreiben Töten auch als verursachen, dass etwas oder jemand stirbt. Solche Implikationen werden auch oft schon in der Pragmatik diskutiert, weil sie Schlussfolgerungen sind, die ganz unterschiedlicher Art sein können und bei denen nicht immer klar ist, ob sie einem Ausdruck immer oder nur in bestimmten Äußerungssituationen zukommen. Ist in der Bedeutung Peter verspricht Rita zu kommen die Bedeutung der Äußerung Peter ist in der Lage zu kommen enthalten? Oder die Bedeutung der Äußerung es gibt Peter? Das sind solche Fragen, die zwischen Semantik und Pragmatik diskutiert werden. Ich möchte die Implikation aber hier nicht unerwähnt lassen. Auf dieser und der folgenden Folie sind alle genannten semantischen Relationen noch einmal aufgeführt, stichwortartig charakterisiert und mit Beispielen versehen. Von den semantischen Relationen ist der Weg zu den Wortfeldern nicht weit. Diese möchte ich jetzt noch ansprechen. Wir würden schon intuitiv bestimmte Wörter, Lexeme, Ausdrücke zu bestimmten semantischen Gruppen zusammenfassen. Zum Beispiel würden wir ein Antonymenpaar als zusammengehörig behandeln. Heiß und kalt, groß und klein, nirgends und überall. Ebenso würden wir Heteronyme als zu einer Gruppe gehörig zusammenfassen. Die Wochentagsausdrücke, die Monatsausdrücke, die Zutatenausdrücke von mediterranen Gerichten, Karate Tiger 1, Karate Tiger 2, Karate Tiger 3 bis Karate Tiger 10. Die Ausdrücke für die Aktivitäten der Körperausscheidungen. Das gleiche gilt für Ausdrücke, die Konversen bilden. Mit anderen Worten, es gibt so etwas wie Wortfelder. Eine berühmte Studie und auch eine konstituierende Studie zu der Wortfeldforschung ist Jost Triers Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Der Sinnbezirk des Verstandes ist dabei ein außersprachlicher Sachverhaltsbereich, der die Ausdrücke enthält, die zum Ausdruck der Verstandeskräfte gebraucht werden. Und diese Ausdrücke bilden ein Wortfeld. Jost Trier hat untersucht, wie sich dieses Wortfeld zwischen 1200 und 1300 verändert hat. Und was sich dabei getan hat, ist hier sehr grob schematisch angedeutet. Um 1200 war Wiesheit ein Oberbegriff zu List und Kunst. Um 1300 ist diese Wortfeldstruktur einer Hierarchie gewichen, in der Wiesheit jetzt semantisch verengt zur höchsten Verstandeskraft über Kunst und Kunst über Wissen, dem Alltagswissen steht. Trier hat also hier nicht, wie das sonst geschehen ist, Wortbedeutungen isoliert betrachtet, sondern ist davon ausgegangen, dass Sinnbezirke von verschiedenen Wörtern auf bestimmte Weise abgedeckt werden, diese Sinnbezirke also durch die Wörter und ihre Bedeutungen strukturiert werden. Mit der Idee, dass Wörter einen Sinnbezirk strukturieren, geht auch einher, dass Änderungen in der Bedeutung eines dieser Wörter Konsequenzen für die Bedeutung der anderen Wörter in diesem Wortfeld haben müssen. Im Gedanken des Wortfelds steckt eine große Einsicht drin, die auch in den linguistischen Strukturalismus de Saussures eingegangen ist. Er weist aber auch Probleme auf. Die Probleme bestehen darin, dass der Feldbegriff zunächst einmal klare Feldgrenzen suggeriert. Und das Bild vom Wortfeld suggeriert auch, dass Ausdrucksbedeutungen hart aneinandergrenzen, sich jedoch nicht überlappen. Und das Bild suggeriert die Lückenlosigkeit einer Feldstruktur. Einige dieser Probleme lassen sich durch eine moderne und enge Wortfelddefinition umgehen. Hier ist diejenige von Sebastian Löbner.
Danach ist eine Gruppe von Lexemen, die die folgenden Bedingungen erfüllt, ein Wortfeld. Nämlich erstens, die Lexeme gehören zu derselben grammatischen Kategorie. Zweitens, ihre Bedeutungen haben gemeinsame Bestandteile. Drittens, zwischen ihnen bestehen klar definierte Bedeutungsbeziehungen. Und D, die Gruppe ist bezüglich dieser Beziehungen abgeschlossen. Wortfelder notiert man in geschweiften Klammern und innerhalb der geschweiften Klammern trennt man die Wörter mit Kommata ab. Tot und lebendig gehören nun A oder erstens einer grammatischen Kategorie an. Adjektiv. Sie haben B, gemeinsame Bedeutungsbestandteile. Sie gehören nämlich beide in eine semantische Domäne, die den Status der Lebendigkeit betrifft. Und zwischen beiden existiert C, eine definierte Bedeutungsbeziehung. Sie sind semantisch komplementär. Und D, das Wortfeld, ist mit diesen beiden Elementen komplett. Der Sinnbezirk ist mit ihnen abgedeckt. Ähnlich lässt sich das auch für die anderen hier aufgeführten kleinen Wortfelder durchbuchstabieren. Ich beschränke mich darauf, die gemeinsamen Bedeutungsbestandteile zu benennen. Mädchen und Junge sind die geschlechtsspezifischen Kinderbezeichnungen im Deutschen. Mädchen, Junge, Kind sind die geschlechtsunspezifischen Kinderbezeichnungen. Frau und Mann bzw. Frau, Mann, Erwachsener, analog als Wörter für erwachsene Personen. Frau, Mann, Erwachsene, Kind, Junge, Mädchen sind allgemeine Personenbezeichnungen. Männlich, weiblich, divers sind Gendereigenschaften. Ob und wiefern diese Gruppen aber aus Genderperspektive abgeschlossen sind oder nicht, darüber lässt sich freilich streiten. Wenn Sie an Lebewesen, Nahrungsmittel oder an Fortbewegungsmittel denken, dann werden Sie schnell feststellen, wie groß Wortfelder sein können. Dabei bilden die Wortfelder oft Begriffshierarchien, die aus Hyperonym-Hyponym-Strukturen mehrerer Ebenen bestehen. Ein Hyperonym steht an der Spitze, das Hyperonym hat mehrere Hyponyme, die zueinander Heteronyme bilden und die wiederum jeweils als Hyperonym zu weiteren Hyponymen fungieren und so weiter. Solche hierarchischen Strukturen nennt man Taxonomien. Eine Menge von Ausdrücken bildet genau dann eine Taxonomie, wenn sie eine Begriffshierarchie von Hyponymen bildet und jedes Hyponym eine Unterart seines Hyperonyms bezeichnet. Es gibt auch noch andere Arten von Hierarchien, zum Beispiel die Mereologie. Während eine Taxonomie eine Hierarchie von Hyperonymen und Hyponymen bildet, die jeweils Arten ihres Hyperonyms bezeichnen, ist eine Mereologie eine Hierarchie aus Holonymen und Meronymen oder locker übersetzt aus Bezeichnungen für Ganze und Bezeichnungen für die Teile dieser Ganzheiten. Die Definition von Meronymie lautet folgendermaßen: Ein Ausdruck A ist ein Meronym von Ausdruck B und Ausdruck B ist ein Holonym von Ausdruck A, genau dann, wenn Ausdruck A eine Bezeichnung für einen konstitutiven Teil eines potenziellen Referenten von Ausdruck B ist. Ein wesentlicher Teil unseres Wissens über die Welt besteht darin, welche Gegenstände unserer Erfahrung Ganzheiten sind und aus welchen Teilen sie zusammengesetzt sind. Nicht nur das, wir haben auch bestimmte Vorstellungen davon, was wesentliche oder konstitutive Bestandteile von Gegenständen sind. Natürlich kann ein Floh auf einem Hund sitzen und dadurch in einem bestimmten Sinn auch ein Teil eines Ganzen werden. Wir würden aber nicht sagen, dass der Floh ein konstitutiver Bestandteil eines Hundes ist, anders als dessen Beine, Rumpf, Fell, Schnauze und so weiter. Und natürlich können Teile eines Ganzen wiederum aus Teilen bestehen. Und wenn es sich dabei jeweils um konstitutive Teile handelt, handelt es sich bei Meronymen immer um relationale Begriffe.
Eine Mereologie funktioniert also auch anders als eine Taxonomie. In der Taxonomie bezeichnet der untergeordnete Begriff eine Art von dem, was der übergeordnete Begriff bezeichnet. Eine Ente ist eine Art Vogel, die Menge aller Enten ist eine Teilmenge aller Vögel. Eine bestimmte Ente ist aber nicht Teil eines bestimmten Vogels. Ein bestimmter Kopf ist dagegen sehr wohl ein Teil eines bestimmten Körpers. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen Taxonomien und Mereologien. Die Unterordnungsverhältnisse in Taxonomien sind transitiv. Das bedeutet, wenn A ein Hyperonym zu B ist und B ein Hyperonym zu C, dann ist A auch ein Hyperonym zu C. Wenn also ein VW ein Auto ist und der Scirocco ein VW ist, dann ist der Scirocco auch ein Auto. Das ist bei Mereologien nicht unbedingt so. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein. Obwohl ein Finger ein Teil einer Hand ist und eine Hand Teil eines Arms, ist ein Finger nicht unbedingt Teil eines Arms. Und damit sind wir für heute am Ende mit den semantischen Relationen und den Wortfeldern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.